Wir freuen uns, euch auch zu unserem fünften Teil unserer Reise entlang der dänischen Westküste begrüßen zu dürfen. In Teil 4 haben wir euch die Frage gestellt, ob wir hier in Norefaruppe einen Platz für die Nacht finden. Haben wir gefunden. Wir sind auf dem Faruppa Camping gelandet, das ehemals Strandgardens Camping genannt wurde, in den Apps zu unserer Reisezeitpunkt noch nicht angepasst war und wir natürlich dreimal dran vorbeigefahren sind, weil wir nicht wussten, dass wir eigentlich schon da waren. Der Platz liegt wunderschön am Rand der Dünen und auch in den Dünen, was uns dazu animiert hat, euch zu diesem Campingplatz ein separates Stellplatzvideo zu drehen. Das Video ist gleichzeitig online. Wenn euch das hier gefällt, schaut mal rein. Eventuell werdet ihr auch mal hier eine Nacht verbringen. Hier seht ihr, wie toll wir gestanden haben. Mein Abendspaziergang führte uns zum Hafen und an den Strand. Dort gibt es ein Fischereigebäude, ein altes, in dem sich Picknicktische befinden, so dass man auch bei schlechtem Wetter hier gemütlich essen oder einfach nur den Regen abwarten kann. Die Hafenörtchen, die hier oben an der Küste sind, sind bekannt für ihre trockenliegenden Fischerboote. Seht, sie liegen hier wie Muscheln auf dem Strand aufgereiht und werden bei Gebrauch für die Fischerei ins Wasser gezogen. Ich habe mich nicht satt sehen können an diese bunten Schiffchen, die hier auf dem Strand liegen. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, waren uns die Mikros ausgefallen und ich hatte nur das Mikro der Kamera. Daher bitte ich um Nachsicht, dass wir hier in diesem Video sehr viel nachvertonen müssen. Aber wie ihr eben hören konntet, ist es ganz schön windig. Aber dafür gab es einen unvergesslichen, traumhaften und auch sehr windigen Sonnenuntergang. Am nächsten Morgen haben wir uns auf die Räder geschwungen und sind trotz Windböen von bis zu 50 km/h in Richtung Klitmoller gefahren. Durch wunderbare Heidelandschaft, die einiges zu entdecken gab. Wie hier diesen blauen Schmetterling. Oder den kleinen Leuchtturm in Buxted-Rende mit einem wunderbaren, einsamen Strandzugang. Hier konntet ihr die alte Frau und das Meer bewundern. Dieser kleine Abstecher ab von unserem Hauptfahrradweg hat sich wirklich gelohnt. Eine schöne, einsame, beschauliche Landschaft. Wir befinden uns hier im Nationalpark Tie, der abwechslungsreich Bäume und Heide bietet. Hier nochmal kurz zur Orientierung, wo wir gelandet sind. Da stehen wir gerade. Zurück zum Nordseeküstenradweg, dem Hauptradweg unserer Tour, geht es weiter in Richtung Klitmöller. Schon sind wir in Klitmöller angekommen, auch bekannt unter dem Pseudonym Cold Hawaii. Warum? Weil hier das reinste Surfer-Eldorado ist. Ob Kitesurfing, Windsurfing, alles ist vertreten und dazu auch guter Seegang. Überall im Norden findet ihr diese Saunafässer an den Stränden. Begeben wir uns einmal auf Entdeckungstour entlang des Hafens und des Strands. Auch hier liegen wieder die Fischerboote, aufgereiht wie Perlen an einer Kette, auf dem Strand.
Ist schon cool, wenn man so zwischen den Booten laufen kann. Interessant war es aber auch, zwischen den ganzen Fischerhütten zu gehen und hier einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Zeige ich euch gleich. Zuerst gehen wir noch hier vorne aufs Deck. Eine Aussichtsplattform, die einen wunderbaren Ausblick auf das Hinterland und den Strand gibt. Cool war hier das im Boden eingelassene Trampolin, das ich euch allerdings mit der Kamera in der Hand erspart habe. So, jetzt sind wir auch schon bei den Fischerhütten. Hier gibt es tolle Einblicke, auch zwischen die Häuser, und man kann immer Interessantes und Schönes entdecken. Tja, ich glaube, Alfred träumt vom Surfen als ehemaliger Surfer. Voller Gedanken an unsere ehemalige Surferzeit haben wir uns auf dem Rückweg gemacht nach Noreveropa. Zum Abend hin hat der Wind etwas nachgelassen und so konnte ich nochmal in Noreveropa an den Strand gehen. Hier gibt es ein Naturschwimmbad mit Meersalzwasser. Wie ihr seht, vom Wind und Sand völlig zugeweht, der Nichtschwimmerbereich ist völlig weg. Also gehe ich noch mal kurz auf die Mole, aber der Wind ist doch noch so heftig, dass ich mich nicht weiter nach vorne traue. Hier, die trauen sich schon was, im Gegensatz zu mir. Also noch ein kurzes Ründchen durch den Ort, bevor ich wieder zum Campingplatz zurückgehe. Heute habe ich den Weg hinter die Gärten gewählt. Der Ort besteht eigentlich nur aus Dünenlandschaft. Guten Morgen, wir starten mit Sonnenschein, wie jeden Tag, seitdem wir unterwegs sind. Und der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Es ist zwar angesagt heute immer noch 60 km/h und maximal 12 Grad, aber irgendwie ist uns gerade anders und wir werden wieder draußen frühstücken. So, und jetzt mal der Beweis, dass mein Mann mich lieb hat. Guckt mal. Ist er nicht lieb? Wo ist mein Brötchen? Und das Super B, das steht nicht für da, wo der Pfeil hin zeigt. Nee, das steht für W. Wie Betty. Rechts neben dem Stellplatz gibt es ganz nette Nachbarn, wie ihr seht. Geht einmal hinein und lasst euch überraschen. Hier gibt es keinen Troll, den es nicht gibt. Auf dem Rad ging es dann Richtung Steinberg Landingplatz, einem ganz kleinen Fischerörtchen mit historischem Hintergrund.
Hier scheint die Zeit stillzustehen. Und einige wenige Fischerboote liegen auch hier auf dem Strand. Es war die reinste Bilderbuch-Idylle, die wir hier vorgefunden haben. Weiter ging es Richtung Steenberg. Auf der Steenberg-Klippe hast du eine wunderbare Aussicht in Richtung Strand. Und wundert euch nicht, hier geht's steil runter. So, wir sind hier vom Winde verweht. Es war mega windig hinten bei Steenbergen. Richtung Tee, dem Landschaftsschutzgebiet, gefahren. Wunderschöne Waldlandschaft, die immer wieder durchsetzt war durch eine karge Heidelandschaft. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ich hätte euch gern das ein oder andere Bild gezeigt. Aber die Bäume, die teilweise auch vom Absterben bedroht waren, die Tannen, waren entwurzelt, knarrten, lagen bei anderen gegen und durch den Wind. Ich habe echt Schiss gehabt, also von daher, die Erfahrung müsst ihr jetzt selber machen und da durchfahren. Mega schöne Landschaft. Wir stehen hier am einem See, einem Otterschutzgebiet, und hier ist ein Parkplatz. Leider ist gerade ein Auto gekommen. Ich wollte gerade rüber schwenken, aber dann hätte ich das Auto voll drauf gehabt. Ich zeige euch einfach einmal ein paar Bilder. Genau genommen stehen wir hier am Övesee. Hier gibt es einen Aussichtspunkt. Ich bin jetzt leider etwas vorsichtiger geworden, also auch trotz der angesagten 12 Grad, die wir auch wirklich nur haben, aber in der Sonne ist es echt erträglich und nur im Wind ist es, der ist saukalt einfach, bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich hatte gestern den ersten Kontakt mit einer Schlange und da ich eine Schlangenphobie habe, habe ich schon gesagt, werde jetzt ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich rechts und links der Wege gehe. Daher, es war nur eine kleine Babyschlange, ich glaube, es war eine Ringelnatter. Ich bin mir aber nicht sicher, es kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Es war auf jeden Fall keine Blindschleiche, die kenne ich. Da bleibt mein Herz auch mittlerweile nicht mehr beistehen. Aber schaut mal. Ist das nicht toll? Einfach himmlisch. Hinten sind noch ein paar Rinder. Zwei Schwäne. Und was mich ja wundert, auch an den ganzen Fjorden, hast du mehr oder weniger diese Küsten, die ein bisschen steil hochgehen, diese Steilwände, teilweise richtig schroffe Steilwände. Also das hat mich echt gewundert. Nur, ich vermisse jetzt meinen Mann. Jetzt sind wir an der Fadersbornmühle. Wieder ein Stückchen weiter gefahren und nicht weit von Nore Verruppa jetzt entfernt. Nicht, dass ihr denkt, dass Alfred bis hier vorgefahren ist. Ich habe ihn unterwegs schon wieder eingefangen. Schön ist, dass die Mühle einfach so besichtigt werden kann. Ihr könnt einfach durch die geöffnete Tür gehen. Das Licht geht von alleine an. Und doch die Informationstafeln lesen. Und ganz Mutige können auch die Stiege hinaufgehen. Und das Tolle ist, auf der nächsten Ebene gibt es wieder eine Stiege, die ihr auch hinaufgehen könnt. Möchtet ihr gucken, was da oben ist, überlasse ich das euch gerne selber, weil ich Schisser habe es nur bis zur obersten Sprosse geschafft. Da sind wir schon wieder
am obligatorischen Spaziergang zum Abend hin. Heute gehen wir über den kleinen Pfad von unserem Campingplatz aus an den Strand. Hier könnt ihr auch jetzt die besetzten Stellplätze in den Dünen vom Campingplatz sehen. Die Aussicht ist echt grandios. Nur bei dem Wind weiß ich nicht, ob ich nicht direkt in einer Schiffsschaukel liegen würde. Heute übte die Surfschule. Aber es waren auch schon einige Profis dabei. Da es nicht ganz so windig war, gab es noch einen kurzen Abstecher auf die Mole, um ein wenig die Gicht im Gesicht zu genießen. Aber wie es so bei Brillenträgern ist, hatte dieser Spaziergang ein jähes Ende, weil ich nichts mehr gesehen habe. In der Abendsonne kehre ich denn guter Laune zurück zu unserem Campingplatz und freue mich auf ein leckeres Abendessen, das mein Mann mir hoffentlich zubereitet hat. Aber sicherlich wird es so sein, dass wir doch wieder zu faul sind zu kochen und uns nur schnell ein Brot machen. Hallo, das bisschen Haushalt, sagt mein Mann. Er ist Wasser holen, läuft hier gemütlich die 10 Schritte bis zur Wasserzapfstelle, schön in der Sonne, heute auch mal ohne Wind. Wir wollen gleich weiterfahren und ich habe hier drin das Chaos zu beseitigen. Wenn man 3 Tage gestanden hat, doch ist nicht mehr alles da, wo es verstaucht technisch sein sollte. Da ist eine Biene, die sollte da auch nicht sein. Und ja, jetzt heißt es spülen, einpacken, Sand ausfegen, Betten noch schnell machen. Und dann geht's weiter. Wir haben noch 2 Stunden, bis wir vom Platz sein müssen. Das ist alles easy, aber wir haben eine längere Strecke heute vor und wir Pfingstwochenende haben, wissen wir nicht, was uns stellplatztechnisch blüht. Da wir jetzt die dänischen Hotspots ansteuern, die gerne Urlaub gemacht haben von den Dänen und die Dänen auch Pfingstferien haben, schauen wir mal, wie weit wir kommen und wo wir heute Nacht schlafen werden. So, 1, 2, 3. Dann schneidet man mal die Nähe raus. Heute ist Pfingstsamstag. Musst du jetzt über die Hubbel fahren, während ich rede? Ja. Heute ist Pfingstsamstag. Wir haben Norröperüper verlassen, fahren weiter Richtung Norden. Erstmal Richtung Hanstholm zum Bunkermuseum, ob wir da reingehen, wissen wir noch nicht, aber wir schauen es uns auf jeden Fall von außen an. Dann weiter Richtung Blockhus, eventuell Löken. Mal gucken, mit den eventuellen ungeplanten Stopps, die eben uns so gut gefallen. Wasser drauf haben. Kannst du mal einen Kopf weg tun? Ja, jetzt brauchst du nicht, jetzt sind Dünen da. Dünen, Dünen, Dünen. Da haben wir es. So. Heute total ruhig. Wir hatten ja die letzten Tage Sturm, geprägt von Schaumkronen. Hinten an der Mole, die ich da sehe, ist kaum Gicht. Also ist schon echt nichts im Vergleich zu den letzten 3 Tagen. Guck mal, die Kühe in den Alpen. Oh, mein Babys! Man, das sind kleine Kühe. Kleine Galloways sind die knuffig.
Hanstholm ist euch auch eventuell bekannt als Filmkulisse für die Filme aus, war das 50er, 60er Jahren oder 70er? Ich weiß es gar nicht, von den Olsen-Bande. Hanstholm ist ein größerer Fischereiort, wie ihr hier seht. Sehr große Hafengegend mit größeren Fischkähnen. Da wir gelesen haben, dass an den Pfingstfeiertagen, da geht es auch zum Bunkermuseum, sind wir schon direkt richtig, die Geschäfte in Dänemark geschlossen sind, werden wir heute rein vorsorglich ein wenig unsere Vorräte auffüllen. Bei dem uns bekannten Discounter aus der Heimat, gerne hätte ich mal einen Rema 1000 ausprobiert, aber der ist hier gerade leider nicht. Vor uns ist noch der Leuchtturm von Hanstholm, schön knuffeliges Ding, aber den schenken wir uns heute, weil wir noch ein bisschen Strecke machen möchten. Wir sind jetzt hier am Bunkermuseum in Hanstholm und wollen uns einfach mal anschauen, was die Geschichte hier hinterlassen hat. Ins Bunkermuseum sind wir bei dem tollen Wetter nicht gegangen, aber ich habe Alfred so lange beknetet und bekniet, dass wir mit der Munitionsbahn fahren. Ich will aber damit fahren. Tum, 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 tum. Das war meine Frau. Ja, da hast du dir direkt den Kopf gestoßen. Ja. Schadet nichts. Ich grüße hin, ob der Dates. Fahren jetzt mit der Museumsbahn und lassen uns einfach mal überraschen. Ob die Bahn nach Lummerland fährt? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich mir auch nicht. Wo werden wir hier landen? Sieht ziemlich zugewachsen aus. Licht, aber ob das so bleibt? Uiuiuiuiuiui, wo geht's nun hin? Ob wir hier nochmal herauskommen? Aber bekanntlich gibt es ja immer ein Licht am Ende des Tunnels. Geht's weiter. Das Bunkermuseum haben wir uns nur teilweise von außen angesehen. Von innen mit Sicherheit super interessant. Wir sind mal in den Eingangsbereich gegangen. Du gehst da echt durch den Bunker, rekonstruiert auch die Lebensweise, die man doch damals eben hatte. Aber das schöne Wetter hat uns heute angehalten, uns draußen aufzuhalten. Wir sind dann noch mit der Museumsbahn gefahren, die uns durch zwei Bunker gefahren hat, und wollen jetzt weiter zu Fixel Battery, wo die ganzen Bunker am Strand liegen. Bekannte Szene auch aus dem Film der Olsenbande. Landschaftsbild hat sich auch wieder geändert. Eine Konstante, Alfred. Ich bin immer da. Und wir haben auch eben im Museum schon gemerkt, Pfingstwochenende, auch die Dänen haben ja Dienstag noch Pfingstferien. Es waren gefühlt mehr
mehr Menschen heute zu sehen und auch auf dem Campingplatz heute Morgen schon, als die letzten 3-4 Tage oder eigentlich, ja doch, wir hatten das Vatertagswochenende noch, als wie in der ganzen letzten Woche. Und dann nicht zu vergessen, ganz liebe Grüße an unsere Nachbarn der letzten 2 Nächte, an Gerd und Ute. Viele Grüße an euch. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Warum steht hier unser Dachmobil völlig verlassen in der Wildnis? Warum hat Alfred das Wohnmobil fluchtartig verlassen? Oh je, die Antwort wird euch Teil 6 liefern. Guck mal, zwei Lecken bei der Fahrt. Ich krieg das nämlich gar nicht richtig gehalten. So kriege ich einen langen Arm. Und wackelt auch so viel. Wackelt auch so viel.